Das hier sind unsere Hackbrötchen im Chorizo-Style. Eine Geschmacksexplosion über der anderen und die sind richtig, richtig geil. Wenn ihr wissen wollt, wie wir die gemacht haben, dann guckt euch das Video an. Für unsere Hackbrötchen kombinieren wir quasi das Beste aus aller Welt. Wir haben spanische Chorizo in zwei Varianten, die benutzen wir. Wir machen italienische Pizzasoße, argentinisches Chimichurri, griechisches Olivenöl und die Brötchen sind aus dem türkischen Supermarkt. Oder die Brote. Ist also quasi alles mit dabei und das wird so richtig lecker. Der Käse, wo ist der Käse eigentlich her? Das weiß ich nicht, aus dem Supermarkt. Cheddar. Cheddar ist Irland, Mozzarella Italien. Also der Pfeffer, den haben wir selber gemixt. Der ist deutsch. Wir wollen nicht wissen, wo er angebaut wird. Aber ein paar Sachen sind noch von uns dabei. Ja, wir fangen an, indem wir als erstes unsere Chimichurri vorbereiten. Das geht relativ schnell. Dazu nehmen wir uns zwei Knoblauchzehen, schneiden vorne die Kappe ab, ordentlich draufwämsen. Und dann schneiden wir die schon mal grob etwas vor, weil wir die gleich in den Mörser packen. Also normalerweise machen wir etwas weniger Knoblauch ins Chimichurri, aber hierbei richtig Dampf, richtig knallen soll das Ganze. Dann nehmen wir ein schönes Salz dazu. Einfach mal so eine ordentliche Prise dazu. Und dann mörsern wir das Ganze schon mal durch, dass der Knoblauch also schön klein wird. Dann schnappen wir uns eine Zitrone und reiben da etwas von der Schale mit rein. Nur die Schale, nicht das Weiße. Das ist nämlich bitter. Und die Schale gibt also richtig, richtig guten Geschmack. So, eine halbe Zitrone reicht. Dann einmal durchschneiden und den Saft von einer halben Zitrone einfach hinterher. Dann noch eine Prise Zucker. Einfach um so ein bisschen die Säure auszugleichen. Etwas Chiliflocken, die könnt ihr nach Bedarf da reingeben. Dann schnappen wir uns Petersilie. Einfach mit Stiele. Gibt natürlich ein super Mundgefühl. Und haben genauso viel Geschmack wie die Blätter. Da haben wir Koriander. Also ich sag mal so eine kleine Handvoll reicht da aus. Und dann auch schön klein hacken. Hier haben wir noch frischen Oregano. Also auch ungefähr so viel wie Koriander. Das soll natürlich gleich richtig knallen. Von daher duftet jetzt schon. Passt Oregano da super zu. Ich stehe 2 Meter weg davon und das riecht richtig streng. Also streng. Stark. Ja, schön, dass du hier so gut unterstützt. Yeah. So, was wir auf jeden Fall noch dazugeben, unseren Pfeffermix, der rundet das Ganze ab, passt natürlich perfekt dazu. Selbst gemischt, mit Platin ausgezeichnet, bekommt ihr bei uns im Shop wm-bbq.de, genauso wie zum Beispiel auch das Öl. So, ich sag mal so einen halben Teelöffel. Schön mit fermentiertem Pfeffer drin. Hier haben wir Olivenöl. Ja, da kommt ruhig einiges rein. Wahrscheinlich gleich noch mehr. So, und jetzt mörsern wir alles noch mal kurz an, damit sich alles ein wenig verbindet und vor allen Dingen sich die Aromen auch schön lösen. Und noch ein wenig Öl dazugegeben. So, und jetzt noch etwas Tomate. Eigentlich nicht unbedingt eine typische Chimichurri-Zutat, aber in unserem Fall passt das ganz gut. So, einfach in kleine Würfel. Dann geben wir hier mal so eine halbe Tomate mit rein. Alles nochmal gut verrühren. So, das geben wir dann nachher mit über die Brötchen. Und das ist ein richtig, richtig guter Geschmack. Für die Soße machen wir quasi eine klassische neapolitanische Pizzasoße. Wir haben also da passierte Tomaten. Hier ist Basilikum. Das dürfte so ein Esslöffelchen sein. Ab in die Soße. Etwas vom Öl dazu.
Und wieder etwas Salz und Pfeffer. Und verrühren und fertig ist auch schon die. Also das ist wirklich schnell gemacht. Dann zum Fleisch. Chorizo kriegt ihr immer in zwei verschiedenen Varianten. Das ist mehr so wie Rohwurst, das ist weich, da können wir das Hackfleisch leicht benutzen. Das ist hier wie so eine Salami, also deutlich härter. Und für unseren Hack oder für unser Hack nehmen wir also diese Würstchen und schneiden die auf. Dann ziehen wir die Pelle hier ab und geben das Fleisch mal in eine Schüssel. So, das dauert jetzt ein Weilchen, bis wir damit durch sind. Jetzt hast du was zu tun. Jetzt habe ich, ja, ich habe ja sonst nichts. Da haben wir sie alle mal rausgeholt und ihr seht schon von innen, also ist quasi wie eine gewürzte Rohwurst, ordentlich Paprika drin. So, das Ganze vermischen wir jetzt erstmal ordentlich. Fast vergessen, aber noch rechtzeitig dran gedacht. Wir geben noch eine Zwiebel mit dazu, ins Hackfleisch. Einfach schön klein würfeln. Da reicht auch so eine halbe Zwiebel mittlerer Größe. So. Und dann nochmal durchkneten. Wenn euch die Wurst ein bisschen zu hart vorkommt, könnt ihr sicherlich auch ein Schlößchen Öl rangeben. Dann lässt die sich nämlich etwas einfacher verarbeiten. Hierbei geht's, aber manchmal sind die tatsächlich schon etwas härter. So, als Brötchen oder Sub oder Baguette nehmen wir hier diese schönen weichen Dinger. Wie gesagt, bei uns beim türkischen Supermarkt gibt es die. Die kann man perfekt dafür verwenden. So, einmal das Innenleben ein wenig rausfummeln. Und hier habe ich jetzt Mozzarella und Cheddar. Den vermischen wir mal. Also Mozzarella zerfließt schön. Cheddar ist etwas deftiger im Geschmack, von daher perfekt dafür. Das geben wir jetzt unten ins Brot. Das verschließt auch schön, ne? Falls was von der fettigen Wurst da runtertropft, bleibt es drin und versaut euch nicht das Brötchen komplett durch. So, und jetzt etwas von der Wurst oben drüber. Das so ein bisschen platt drücken. So, damit gehen wir jetzt zum Grill. Den haben wir hier jetzt erstmal vorgeheizt. Mittlere Temperatur direkt. So, und da vorsichtig unser Baguettchen drauf. Nicht, dass es rausfällt. Und das grillen wir jetzt erstmal kurz an, damit unser Hackfleisch gleich auch soweit gar ist. So, es klappt nicht immer alles, so wie man sich das vorstellt. Ich wollte jetzt gerade mal wenden, aber es hat nicht so ganz geklappt. Von daher machen wir das jetzt einfach indirekt weiter. Also ich lege es mal hier oben hin. Vielleicht stopfe ich das noch ein bisschen, die Löcher da hinten. Und dann probieren wir es mal mit geschlossenem Deckel indirekt. Und genießen den Duft, der von hier kommt. Es klappt nicht immer. Und in der Zwischenzeit haben wir unsere Wurst mal von der Pelle befreit und dann schneiden wir die hier mal in so kleine Streifchen. So, so insgesamt so eine Viertelstunde draufgelassen. Das Fleisch müsste jetzt auch gut sein. Boah, es duftet. Es duftet herrlich. Aber wie gesagt, man muss sich halt immer zu helfen wissen. Ne? Oben im, also darum habe ich es auch nach oben gelegt, auf das Warmhalterost, weil sich natürlich die Wärme oben sammelt. Und dementsprechend das Brot noch ein bisschen geschützt ist. So, jetzt geben wir unsere Tomatensoße da oben drauf. Jetzt nochmal Käse. Dann muss es nochmal rein. Und jetzt legen wir unsere Wurst hier einmal drüber. Die kann dann nochmal leicht mitgaren. So, jetzt nochmal in den Grill, bis der Käse schön zerlaufen ist und dann sind wir auch schon so gut wie fertig. Tada! So, wir sind fertig und es sieht schon mal grandios aus. Es sieht wirklich geil aus.
und es duftet, dann nehmen wir sie mal runter. Was für ein Duft. Wahnsinn. Richtig, richtig gut. So, und jetzt kommt noch das, was wirklich nachher den Knall gibt. Etwas von der Chimichurri. So, und dann sind wir auch fertig. Sehen also fantastisch aus und wir schneiden mal an. So kann man sie natürlich am besten aufschneiden. So, so sehen sie aus und so schmecken sie. Mmh. Mmh. Hat sich's gelohnt. Mmh. Unglaublich. Boah. Hammer. Mmh. Boah. Wahnsinn. Wahnsinn. Richtig, richtig lecker. Also das müsst ihr echt mal nachmachen. Unglaublich. Richtig gut. Ich bin total begeistert. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, probiert es nicht nur aus, sondern Daumen hoch. Für uns habe ich eigentlich Fett am Kinn. Nee. Ups. Gebt uns einen freundlichen Kommentar, einen Daumen hoch und den Kanal abonnieren. Bis zum nächsten Mal. Tschüss und Mahlzeit. Mmh. Mmh.